Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Super Mario Sunshine 64. Hey Mario! Mit meinem Bro. Das letzte Mal haben wir diesen Schneemann noch am Ende random gebaut. Der Juli hat ihn gebaut. Juli ist auch wieder hier am Steuer, der wird wieder in den Pass für euch zocken und ich werde wieder kommentieren. Juli am Steuer, ungeheuer, heißt es ja immer so schön. Oder Alex, dein ist immer geil. Spaß. Ja! Hey, ich denke, hier ist Schnee. Wir haben mal wieder so eine crazy Phase, nicht wundern. Was war da mit dem Bisschen auch genau? Ja, dann bin ich ja falsch gelandet. Schade. Schande aber auch. Du musst doch die Kanone verschalten oder machst du das random? Also springst du jetzt einfach runter. Soll ich das mal probieren? Ich probiere das jetzt mal. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Ja, habt ihr die Bombe gesehen? Das wollte ich damit eigentlich bezwecken. Nee. Das sah so von oben aus, als ob man das schaffen könnte, aber probiert's nicht, das Leute. Es gibt euch nur Kummer. Okay, Doki. Was haltet ihr eigentlich von den zukünftigen Spielen, die rauskommen? Wie Super Smash Bros. Und Hyrule Warriors. Das soll einfach noch sein. Also ich finde die Idee mega gut. Ja, bitte, bitte auch so zu reden. Das macht der extra, Leute, nur damit ihr es wisst. Nee, ich finde die Idee richtig gut. Zum Beispiel ist Super Smash Bros. Zum Beispiel für 3DS und Wii U, das werde ich mega abfeiern. Ich werde es mir für beide Systeme kaufen. Ich auch. Let's Play würden wir dann auch machen, aber wir haben die nötige Ausrüstung dafür noch nicht. Schande über uns. Wo ist der Aufzug? Da unten. Ich muss den YOLO-Sprung machen. Der wird nix. Also, gerade läuft's gar nicht. Mamma mia. Bitte die Kalapala. Mein Name ist Elfriede. Er hat damit angefangen, Leute. Ich kann dafür nichts. Los! So, Leute, ich hab's geschafft. Ich steck mit dem Kopf in. Danke, Mario. Ja, das wollte ich auch mal zeigen, aber das ist jetzt so random passiert. Ja, Mario, bitte. Ja, ein Zuschauer. Willst du dich nicht so blamieren, oder? Der Schneemann guckt auch schon ganz traurig. Hier würde ich mich einfach immer verwundbar hauen lassen. Oh, schaffe ich das noch? Nein. Gut. Ich habe gerade keinen Bock, den auszuweichen, nur so zur Info. Und schaffen wir nochmal einen. Und schon wieder. Armer Mario hat jetzt bestimmt Schnee in der Nase. So, und jetzt gehen wir die Dings freischalten. Mario. Mario läuft gerade ein bisschen scheiße. Jetzt geht's wieder. So, mir geht's hier. Ey. Mir geht's eigentlich ganz gut. Okay. So, jetzt kommt der Kackteil an der Mission. Hat er es geschafft, diesen Sprung? Ich probiere es aus. YOLO. Wow! Gut, dass ich so jumpe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, und jetzt kommt wirklich der blöde Teil. Man muss sich genau auf diesen Baum da schießen. Man hat keine andere Wahl. Und das geht gerade irgendwie nicht. Perfekt. Ein bisschen drüber. Ja, ein Stück noch. So würde ich sagen. Und es war sogar noch zu niedrig, Leute. Ja, was ist denn los? Ohne Spaß. Ja, tut mir leid, Mario. Das ist irgendwie ein Fail-Part. Ich mag diese Mission aber auch nicht. Welche denn? Die Wandsprung-Mission. Ja, ich liebe die, die ist richtig geil. Komm mal Skill. Nee, darum geht's. Ich mag das bloß am Anfang mit der Kanone. Echt? Ja. Das war kackt. Ich hab die Kanone jetzt richtig hinbekommen. Ich war zu weit unten, dabei dachte ich, ich wäre schon zu weit oben. Nee, das ist eigentlich ganz cool. Cool. Ganz cool.
Also auf jeden Fall, erstmal. Erstmal, ich habe schon gesagt, auf den Baum lenken. Auf den Baum lenken, das geht so noch höher. So, nee. Schon zu hoch, so würde ich sagen. Ein bisschen, ganz. So geht das. So geht das. Gut gemacht. So, und jetzt kommt. Ja, ich finde den Teil, der jetzt kommt, einfach eigentlich sogar. Ja, einfach da den Kick. Genau so wollte ich das. Pass auf, man kann einfach so gegen die Wand laufen. Habe ich eben gemerkt bei der Kanone freischalten. Ja, hallo! Nein, einfach ignorieren das. Lass mir den Lappen. So, und dann einfach Long Jump. Okay, Long Jump. Und dann einfach Wandsprung oder halt den Seitwärtssprung. Oder Dreisprung. Geht auch. So, da. Oh, Juli! So kenne ich dich. So kenne ich unser Kanal. Wieso? Das war eigentlich jetzt. Die Mission. Ja. So, den Anfang vergessen wir, sobald ich den Dings da geschafft habe. So, dann haben wir den Biberbockberg auch fertig. Komisch, aber noch nicht diesen einen Berg. Den Wump machen wir den, ja, wenn man jetzt den Wump auch fertig. So, 100 Münzen, Wump machen wir jetzt auch schnell. Das geht aber in der Welt wirklich sehr schnell, finde ich. Weil es da ziemlich viele Piranha-Pflanzen gibt und Wumps und generell. Die alle 5 Münzen geben. Für den Zahn jetzt immer noch eine Mission. Ne, wir haben ja auch die schon. So, dann machen wir noch, ja, wir haben da noch so, ich würde mal sagen, 5 bis 6, 7 Minuten werden wir jetzt verblenden. Das ist schlau. Ist egal eigentlich. Das ist egal. Obwohl, nee, nicht da wirklich. Nee, ist schon gut, mach ich da weiter. Wie gesagt, diese Piranhas geben 5 Münzen. Und hier gibt es auch einen Münzschalter, der gibt auch nochmal so 30, 40 Münzen, 35 Sachen. Also ich finde hier ist wirklich chillig. Ja, Mario, bitte. Das ist manchmal echt nervig, dass er einfach nach links läuft, so ein Stück. Nein, Münze, tu es nicht. Hier kommt Leben raus, wenn man das sammelt. Nein, ist hier. Nein, wenn du die Schmetterlinge mit dem spielst, dann wird der eine zu einem Affen. Genau, Mario, du hast es, gell? So, dann nehmen wir hier schnell, dann nehmen wir da oben. Habe ich jetzt einen vergessen, aber ich laufe da eh dran. Vorbei. Guck schon, ob man 33 Münzen, wir sind erst hier unten, Leute, das ist echt witzlos. So, jetzt haben wir nochmal 35. Oder 20, ich weiß es nicht mehr. 15, ja, 20. Ja, ganz gut. Einfach. Und uns ja auch gerade die rote Münze. Ganz locker flockig. So, wir haben es eigentlich schon gleich geschafft. Den hier noch weg. Es kann ja sein, dass das andere Leute anders machen, aber wir machen es halt so. Nein, ich mache es sonst auch anders da, aber. Egal. Wir wollen halt mit euch Spaß haben und zeigen, wie man das am besten auf 100% spielt, aber nicht so. Das war schon alles richtig, so das war schon so geplant. Das war natürlich geplant, dass der Juli sich da. Und das war jetzt nicht so geplant, dass er sich da wieder durchbannen muss. Jo, hast du gar nicht berührt, der ist am Ende. Ja, der hat mich gesehen schon. Scheiße. Fuck, jetzt hast du die Münze, glaube ich, verkackt. Die fällt meist runter. Ja, oder die spawnt jetzt gar nicht. Das wäre noch besser. Das wär. Und zum fünften Mal hier hoch. Die Münze da zu sammeln mag ich aber wirklich am wenigsten. Ich finde die da an den Aufzug. Die sind scheiße. Fünfmal. Oh, Glück gehabt. Dass der manchmal nach links läuft, ist echt blöd. Mach mit der Kanone oder mach da einen Dreisprung hoch. Geht das? Ja, dann den Ding schauen, das habe ich auch immer. Wenn ich schon mir was abgucke, dann von richtigen Leuten. Von mir? Ja. Zwei Sprünge so, normal, und dann hoch und dann noch den Hecht. Ja, das ist normal. Denn das ist ihr Haus.
Ja, Juli muss was erst noch mal üben. Der kennt den Sprung anscheinend noch nicht, wie man da hochkommt. Aber wie Juli jetzt sagen würde, das ging locker flockig gut. Ja, ja, wir haben es jetzt kopiert. Die geben immer, immer wieder, kann man da auf den Rücken von den drauf, die geben immer wieder eine Münze, das ist voll witzlos. Warum? Man könnte da locker bis 999 machen, glaube ich. Ja, aber ich habe doch gerade eine Arschbombe gemacht, wieso habe ich da nichts bekommen? Keine Ahnung, hat irgendwie nicht gezählt. So, und den Rest der Münzen werden wir vielleicht auf der einsamen Insel da hinten holen. Nee. Ne? Oder Juli chillt einfach. Ja, ich mach's anders da. Das sind auch nochmal 7. 6 meine ich. Alles geplant. Das wird ja spaßig. Ah, du hast die Kiste extra nicht kaputt gemacht, oder? Hm? Jetzt ist eigentlich auch noch. Nein, du bist so dumm. Du darfst da niemals hoch, man kommt immer in den Stehen. Ich nicht. Normalerweise. Okay, Leute. Das schneiden wir. So, Leute, nach diesem Epic Fail will ich. Hol noch schnell die Münze. Will ich nicht mehr reden. Und wir haben es geschafft. Ja, das ging jetzt 30 mal schneller. Also, ehrlich Leute, so was Behindertes ist mir noch nie passiert. Jetzt kannst du den Stern holen. Ihr seht schon, dass ich eine andere Mission habe. Was ist eigentlich, wenn man jetzt den Kurs verlässt? Da hört man alles, aber ich habe jetzt Lust, den Stern da oben zu holen. Skillig? Man muss ein bisschen Abstand haben. Ich finde, so eine Mario so umzudrehen ist ein bisschen schwierig. Der will keinen Wandsprung machen, wenn er den perfekten Winkel hat. Wisst ihr was, Leute? Ganz weiter einfach. Geht's! So, 12 Minuten geht noch. Locker. Jetzt habe ich dich da halt angesteckt, hä? Ja. Dann sammeln wir jetzt auch gerade die 100 Münzen, wenn wir hier schon im Feeling sind. Wäre fett, wenn ich hier noch so ein Easter Egg eingebaut hätte. Wenn da schon als diese Mario Morgana Bilder kommen, hätte ich den irgendwo eingebaut. Hier gibt es am Anfang schon gut Münzen. Echt? Ich sammle jetzt wieder 3 Münzen und die roten, ne? Ja, wir sammeln 3 Münzen und die roten. Ich meine die 100 Münzen. Naja. Wird ein chilliger Part, ja. Jetzt wird er chillig, meinst du? Hoffentlich könnte mir jetzt noch. Das Ding ist voll, das Bug-Ding. Ist echt voll Bug. Man hat auch mal Münzen drauf. Aber ich. Ich seh's aufs Schiff. Nein, tu ich nicht. Das ist scheiße mit dem Controller manchmal. Jo. Sorry, dass ich das jetzt auf den Controller schiebe, aber es ist schon ein leichtes Handicap. Ja. Hä? Du hast gerade gesehen, ich wurde irgendwie voll weggeschoben. Ja gut, das ist jetzt deswegen, aber. Gehst du auch in die Höhle? Ja, da gibt es einen blauen Schalter. Echt? Aber die gehen hier noch viel schneller als bei Sunshine, die 100 Münzen, ist echt so. Bei Sunshine musst du jede scheiß Ecke zusammenkratzen. Ja, ich jetzt muss es ja am besten schneiden. Es ist nur ein Pack. So, wie war denn das? Ich setze jetzt mal ein Safe State, ich weiß, es ist jetzt Pussy, aber ohne die ist es wirklich fast unmöglich, die hinzukriegen, so. Warte mal, die Kamera ist kacke. Nein. Das musst du locker gehen, Juli. So schnell gehen die ja jetzt auch nicht. Mann, hallo, Lakitu. Mach Mario-Kamera. Oder mach einfach. Da, guck, die sind alle da versammelt. Oh, das sind locker 40. Fehler, ne? Badehosenbombe. Ich find die geil. Ja, die haben schon so ein bisschen. Die haben schon was. Hier gab's aber noch so einen Münzkreis, das weiß ich auch noch. Okay. Na, 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 na.
Jetzt haben wir mal wertvolle 10 Münzen. Aber Nintendo hat ja schon immer gute Soundtracks gebracht. Ist wirklich so. Auch die Donkey Kong Macher. Where? Ja. Die ist jetzt nicht mehr gibt. Leider. Ich find's echt schade. Also zumindest Wassertracks irgendwie. Bei Donkey Kong auch. Naja gut, ich sag Galaxy, da war eigentlich so gut wie jede Musik war da genial. Weil ja, aber auch finde ich. Ja, ich finde halt, es gibt zu wenig. Es kommt so oft die Main Theme vor. Das finde ich ein bisschen schade. Der hätte bestimmt mehr gekommen. Der wäre bestimmt mehr gegangen. Das gab es aber zweimal, das weiß ich auch. Aber einmal war es unterhalb, also unter Wasser, genau da. Das meine ich. Ja, manchmal nuschle ich auch einfach vor mich hin. Juli hat leider so eine Chill-Stimme, muss ich mal sagen. Der redet ein bisschen gechillter, aber ungewollt. Außer wenn der seine Crazy-Phase oder Akro-Phase hat, dann geht der richtig ab. Ein kleiner Ausschnitt. Spaß. Sonst hätte ich jetzt hier Mario Kart 64 eingeblendet. Ey! Du darfst dich gegen Wände damit. Gib mir mal eine rote Münze. Hallo. 4. Wenn euch die erwischt, kriegt ihr 3 Leben abgezogen, also Powerleben, sag ich jetzt mal, wieder oben. Powerleben. Leute, Power. Jetzt in den Läden zu kaufen. Powerleben. So will man lieber auf dem Schiff. Ne, mir fehlt hier noch 9 Münzen, ich weiß gerade nicht wo. Oder, ne, auf dem Schiff gibt's 3, ne? Ja. Ja gut. Da muss ich aber jetzt erst noch die anderen Münzen sammeln. Die hast du gesammelt. Ich doch nicht alle. Wie hast du denn 5? Das. Wenn du 5 hast, dann hast du doch alle. Da hinten sind noch 3. Nein, ich meine. Ach so, ja, das meine ich ja. Also hier. Boah, dieses blaue, da wo der Mario drauf steht, das sieht richtig geil aus. Echt gut aus. Manche Texturen können die? Komm wenigstens noch die Münzen hier sammeln. Du kommst ja doch normal. Ja doch, du hast alle. Wenn du jetzt alle holst, dann hast du perfekt 100. Ich hab noch mehr als 100. Boah. Ja, 101 oder was? Nee, Quatsch. 103. Skill. Ich hab mal so gesagt, die kann einen instant killen. Ne? Das kann die Kiste. Ja, die Kiste kann einen instant killen. Echt? Dann steckst du so irgendwie da drunten und dann schreit man halt so. Und dann bist du dann ist halt dead. Mario 101. Genau, Pizza Klempner Party. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Das heißt, okay, aber warte noch einen Moment. Sammel erstmal die ganzen anderen Sachen. Hast du schon die beiden Säulen im Boden gestampft? Und du hast wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeier mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja. Bowser hält sich jetzt im Hintergrund auf. Das heißt, du kriegst einen zweiten Bowser und das mit der Säule werden wir dann auch bald machen? Und mit der Karte hat der gemeint, dass wir noch eine neue Fähigkeit erlernen werden, aber welche, das sehen wir dann. Und damit haben wir hier die 100 Münzen auch und warte mal, die 4. Mission geht so schnell, die schaffen wir jetzt auch noch. Locker. Wenn ich sie hinkriege zumindest. Was ist denn das nochmal? Einen perfekten Winkel rauskriegen mit der Kanone. Das kann ich. Das ist eigentlich auch nicht schwer. Mach du das. Du kennst mich gerade. Ich bin dabei, ich kann das gut. Fliege zu den Steinsäulen. Da das ist eine Sache von unter einer Minute. Sagt Mario. Hä? Okay, Leute, das habt ihr jetzt alle. Also, wir sind jetzt soweit nach unten. Ja, wir haben es verstanden, Mario. Wir haben es verstanden. Nimm auf jeden Fall die linke Säule. Ich nehme mal die hier. Ja, sag ich doch links. Ja, perfekt, schon mal ausgerichtet. Ich glaube, ich habe das mal hier so mit der Spitze verglichen, und zwar hier. Genau. Perfekt sogar, genau in die Spitze. Wow. Und dann einfach springen. Juhu! Wow. Dim, dim. Ja, das war schon der ganze Stern. Sag ich doch, 20 Sekunden. War das jetzt schon der 5. Stern? Dann können wir... Lass die Map auch abschließen, dann gehen wir... Können wir ja nicht. Ja?
können wir nicht und dafür fehlt uns was. Ach, sind wir jetzt fertig damit erstmal? Ich meine schon, wenn wir 5 haben schon. Ja. Gut. Ja, dann haben wir nichts zu tun. Dann können wir jetzt sogar in den neuen Bereich gehen in der nächsten Folge. Warte mal, ich bin gerade am Überlegen. Wir haben nichts mehr zu tun hier. Ist alles fertig. Ist so cool. Wie viele Geheimstände gibt es? 20? Ich glaube schon. Warte mal, hier haben wir 2, 3, 4. Wir haben hier 4. Wo ist der 5. her? Ah, ja, gut. Ja. Haben wir alles? Wir haben Bowser, wir haben die Flugkappe, wir haben die 2 Sterne in der Rutsche und den Einzug. Ja, das müsste alles gewesen sein. So, dann war es das noch mit dem Paar. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Abonnieren. Ja. Und dieser Part kostet schon wieder 2,1 Gigabyte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Nintendo LP und das Master Sword DX. Siehst du das? Der ist irgendwie so komisch in der Luft. Der dreht sich in der Luft. Leute. Ich glaube, wir haben eine Creepypasta. Ein Wunder! Ein Wunder! Mario dreht sich beim Stampfattacke. Tschüss!